Hallo ihr Lieben, ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine Rezension für euch, und zwar den Gewinner vom Subvoting für den Monat Januar. Und dabei handelt es sich um Das unerhörte Leben des Alex Woods oder Warum das Universum keinen Plan hat von Gavin Extens. Und ich muss sagen, das Buch hat mir so mittelmäßig gut gefallen und deshalb hat es 3,5 Sterne von mir bekommen. Es geht in diesem Buch, wie der Titel schon sagt, um Alex Wood und sein Leben, und es ist aus seiner Sicht geschrieben und er berichtet im Prinzip von wichtigen Ereignissen in seinem Leben, und das Ganze beginnt im Prinzip damit, dass in seinem 10. Lebensjahr etwas passiert, was bei ihm Epilepsie auslöst, und das geht halt mit einer schweren Kopfverletzung einher, und seitdem er da halt eben mit dieser Epilepsie zu kämpfen, was ihn ein ganzes Jahr kostet. Das heißt, er bleibt halt das ganze Jahr zu Hause, wird zu Hause unterrichtet teilweise und lebt in dieser Zeit halt sehr, sehr einsam. Sein einziger Kontakt ist im Prinzip eigentlich fast seine Mutter zu der Zeit. Dann geht es halt damit weiter, dass er halt irgendwann wieder in die Schule geht. Er ist aber irgendwie auch ein bisschen anders als die anderen Kinder. Also er ist halt sehr, sehr belesen. Er liest sehr gerne, was bei denen schon mal total verpönt ist. Dann ist er eigentlich auch ziemlich klug und sehr, sehr interessiert an Themen, die für Jugendliche in seinem Alter wohl nicht so typisch sind. Er interessiert sich unter anderem halt für Astrologie, für Neurologie, für Physik und Wissenschaft und sowas alles und ist in diesen Themen halt auch sehr gut. Unter anderem gehört dazu zum Beispiel auch Mathe, und er ist eigentlich an den Dingen, die in der Schule gelehrt werden, doch recht interessiert. Er ist ein guter Schüler, er ist sehr klug, er ist auch ein bisschen streberhaft, und das Ganze trägt dann natürlich nicht dazu bei, dass er sehr beliebt ist. Also er gehört eher zu den Kindern, die halt eben gemobbt werden, und eines Tages führt dieses Mobbing halt dazu, dass er Mr. Patterson kennenlernt und ja, zu einer Art Strafarbeit bei ihm verdonnert wird, was aber sehr, sehr schnell halt eben in das Gegenteil eigentlich umschlägt. Also er freundet sich mit diesem alten Mann halt an, der alleine zu Hause lebt, mit einem Hund zusammen. Und zwischen den beiden entsteht dann über die Jahre hinweg eine tiefe, tiefe Freundschaft. Sie reden über so einiges, über Bücher, auch über Philosophie. Dieser Mr. Patterson ist auch sehr, sehr klug. Und ja, so ist es halt so, dass die beiden voneinander eigentlich im Prinzip lernen. Mr. Patterson an sich ist halt auch ein sehr, sehr besonderer Charakter, weil er halt eigentlich ein wirklich sehr zurückgezogener, übellauniger und miesepetriger alter Mann ist, der halt eigentlich eher so ein Einzelgänger ist und für sich bleiben möchte. Eigentlich passt ihm das Ganze am Anfang auch nicht so wirklich, dass halt jetzt jeden Samstag dieser Jugendliche bei ihm auftauchen soll und irgendwelche Arbeiten für ihn erledigen möchte oder soll. Und das Ganze ist halt eigentlich auf dem Mist von seiner Mutter gewachsen, die halt ja sehr, sehr darauf bedacht ist, dass er halt seine Lektion dort jetzt lernt. Und ich mag eigentlich beide Charaktere sehr gerne. Also dieser Mr. Patterson, wie ich schon sagte, ist halt so ein Charakter für sich. Er ist halt irgendwie was Besonderes und auf seine Art und Weise halt irgendwie doch ganz witzig und sehr sympathisch irgendwie. Also ich habe ihn in mein Herz geschlossen, und Alex ist halt auch ein besonderer Charakter. Er ist halt irgendwie ganz anders, als Jugendliche in seinem Alter eigentlich sind, und das macht ihn eigentlich halt so liebenswürdig. Er hat halt wirklich eine besondere Art, die Dinge zu sehen. Er macht sich sehr, sehr viele Gedanken über das Leben, über seine Familie, über Mr. Patterson. Er möchte alles richtig machen. Zu Anfang des Buches wird halt der 17-jährige Alex an der Grenze zu Dover mit 113 Gramm Marihuana aufgegriffen, und zu diesem Zeitpunkt ist er sich halt relativ sicher, dass er das Richtige getan hat. Wie es aber dazu kommt, dass er halt mit diesem Marihuana an der Grenze zu Dover aufgegriffen wird, das erfährt man wirklich erst ganz am Schluss des Buches. Im Prinzip beschreibt Alex in diesem Buch die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass halt eben dieses Ereignis eintritt. Dieser Weg dorthin ist teilweise sehr holprig und steinig und sehr, sehr langatmig, das muss ich schon sagen. Also das Ganze
ist auf der einen Seite sehr liebenswürdig, ein bisschen humorvoll. Man schließt die Charaktere in sein Herz, mag die auch wirklich sehr gerne und ist auch wirklich gespannt, wie es mit denen weitergeht. Nur Alex holt er teilweise wirklich sehr, sehr, sehr weit aus. Er beschreibt irgendwelche Dinge über die Wissenschaft, über die Astrologie. Er beschreibt irgendwelche Bücher, die er gelesen hat oder zitiert Passagen daraus. Das Ganze ist auch ein bisschen philosophisch angehaucht. Also, was ist der Sinn des Lebens? Wie lange ist das Leben lebenswert? Das ist alles ganz schön umgesetzt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch teilweise wirklich, wirklich sehr detailreich, wirklich sehr langatmig. Es sind wirklich auch ja, seitenweise manchmal dabei, die für mich persönlich jetzt wirklich nicht besonders spannend gewesen sind. Und aus diesem Grund hat das Buch halt eben nur 3,5 Sterne von mir bekommen. Die Idee an sich, die Geschichte, die Charaktere und auch was dahinter steckt, das hat mir alles wirklich gut gefallen. Und ich muss leider auch sagen, dass ich mir auch überhaupt so ein bisschen etwas anderes unter diesem Buch vorgestellt habe. Auf dem Klappentext hinten steht halt drauf, dass Alex mit 17 in Dover mit Marihuana und einer Urne aufgegriffen wird und dass er sich relativ sicher ist, dass er alles richtig gemacht hat. Und ehrlich gesagt klang das für mich eher sehr humorvoll. Also ich hatte mir von diesem Buch eigentlich eher etwas in der Richtung von Frederik Backmann, Ein Mann namens Ove, Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid. Oder vielleicht auch etwas in der Richtung von Lars Johansson, also der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, vorgestellt, dass es eher humorvoll ist. Skurril, irgendwie so eine richtig besondere Geschichte mit richtig besonderen Charakteren und das war es halt nicht. Also es war halt nicht wirklich das, was ich erwartet habe. Vielleicht war ich auch deshalb ein bisschen enttäuscht. Die Message dahinter fand ich auf jeden Fall sehr gut. Es war halt einfach teilweise zu viel drumherum. Das ist das Problem. Und es geht in diesem Buch auch teilweise besonders zum Ende hin um ein sehr, sehr schwieriges und viel diskutiertes und bestrittenes Thema, das ich jetzt eigentlich nicht sagen möchte, weil es halt sehr, sehr viel vorwegnehmen würde. Ich fand halt, dass es auf der einen Seite sehr viel in diesem Buch auch beschrieben wurde, die Zweifel und die Fragen, die sich für Alex da aufwerfen und die Problematik, dass auch Mr. Patterson damit nicht leichtfertig umgeht. Aber auf der anderen Seite haben mir von Alex doch ein bisschen die Gefühle und die Emotionen gefehlt. Also ich meine, es war auf der einen Seite war es schon emotional, aber es kam mir auf der anderen Seite auch irgendwie so kühl und relativ schnell abgehandelt vor. Also die tatsächliche Ausführung dann letztendlich. Für diejenigen, die es gelesen haben, die werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Diejenigen, die das Ganze noch nicht gelesen haben, werden jetzt mit großen Fragezeichen im Gesicht dort sitzen. Es tut mir leid, aber ich möchte wirklich jetzt nicht unbedingt sagen, worum es tatsächlich geht. Also wenn ihr das gelesen habt, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ja, ich weiß nicht. Also Alex ist halt eben so ein Charakter, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht, der auch sehr, sehr viele Gefühle hat. Aber es kommt dennoch irgendwie immer so kühl rüber. Also ich meine, wisst ihr, wie ich meine? Man weiß, dass er irgendwelche Gefühle dort hat. Man kann sich die vielleicht auch hineininterpretieren. Aber so richtig kamen Alex' Emotionen bei mir jetzt nicht an, was ich halt auch ein bisschen schade fand. Nichtsdestotrotz hat mir das Buch aber gut gefallen. Es hat sich halt nur stellenweise wirklich hingezogen. Ich kann das nur immer wieder wiederholen. Das ist das, was mir an dem Buch nicht gefallen hat. Ich denke, man hätte locker 50 Seiten dort irgendwie wegkürzen können, wenn nicht sogar noch mehr. Ansonsten fand ich den Schreibstil zum Beispiel aber auch sehr gut. Stellenweise, wenn Alex dort halt wirklich teilweise in diese Wissenschaft oder in diese Astrologie, Neurologie oder sowas hereingegangen ist, dann war es schon ein bisschen komplizierter, weil er halt ja eben sehr viel darüber wusste und dann auch so ein bisschen belehrend wurde und viel erklärt hat. Aber ja, es war halt so für den Laien vielleicht ein bisschen komplizierter teilweise dann, was das Lesen halt dann auch
stellenweise ein bisschen komplizierter und schwerer machte. Ja, aber wie gesagt, Story, Idee, Charaktere fand ich auf jeden Fall gut. Mir hat die Geschichte an sich gefallen. Es hätte halt ein bisschen komprimierter sein können, sagen wir mal. Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen und ich hoffe, ich habe euch nicht die Lust an diesem Buch jetzt verdorben. Es ist wirklich trotzdem lesenswert, wer auf ja, diese Art von Geschichten steht, über das Leben, über Freundschaft, über den Sinn des Lebens, so ein bisschen philosophisch. Für den ist das Ganze auf jeden Fall was. Ich denke mal, dann wird euch vielleicht auch teilweise diese Langatmigkeit nicht stören. Vielleicht mögt ihr sowas in Büchern ja auch, das kann ja auch sein. Also werft mal einen Blick drauf und ich würde mich sehr über die Meinung von euch freuen, falls ihr das Ganze schon gelesen habt oder jetzt in Zukunft lesen werdet. Dann schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat, ob es euch ähnlich ging wie mir oder ob ihr das Ganze ganz anders empfunden habt. Schreibt mir es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!